Willkommen zurück hier bei unserem neuen Let's Play zu Finding Paradise. Also dann, Eva Rosaline soll endlich mal die Akte herausholen. Und dazu brauchen wir den, ja, Fahrstuhl, müssen wieder zu unserem Auto zurück. Und ich hoffe mal, dass das ohne größere Komplikationen abläuft. Aber da ist schon das Kind wieder, Kartoffel. Mit dem kleinen Teddy. Hey, du hast ja deinen Bären wieder. Stimmt, eine nette Tante in einem braunen Kleid ist in den Teich gehüpft und hat ihn mir herausgeholt. Gehüpft? Jawohl, sie hat dabei nicht mal das Wasser berührt. Alles klar, sag deinen Eltern bitte, dass sie ein bisschen auf deinen Zuckerkonsum achten mögen. Eine Frau in einem braunen Kleid und hat nicht einmal das Wasser berührt? Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut, das wird nicht die einzige Merkwürdigkeit bleiben in diesem Spiel. Schon fertig? Er ist Ihnen nicht weggestorben, oder? Nein, wir haben nur etwas vergessen. Aber hey, das möchte ich doch nicht hoffen. Wir können das ja immer wieder abchecken. Wie es gerade unserem Patienten geht, in der Menüansicht, denn dort haben wir so einen kleinen, kabellosen Monitor, der dann seinen Herzschlag uns gerade anzeigt. Okay, wir sollen wieder zurück zu unserem Auto. Hat denn die Rotzgöre ihr Rotzgirl X3000 wiederbekommen? Und wer bist du? Wer ist dem Tode nahe, Schätzchen? Verzeihen Sie, Ma'am? Der Kittel mit dem Firmenlogo. Sie sind von Siegmund. Wenn ihr hier seid, dann ist die Zeit von jemandem abgelaufen. Colin Weeds, kennen Sie ihn? Verstehe. Er und seine Frau sind mit mir und meinem Ehemann hier häufiger spazieren gegangen. Bitte, geben Sie ihr Bestes, Schätzchen. Sie scheinen sein Schicksal ja schon hingenommen zu haben. Wenn Jahr für Jahr die Menschen um einen herum verschwinden, dann gehen einem irgendwann die Sorgen aus. Aber wem erzähle ich das? Bonnie. Also sie hat einen speziellen Namen? Ich frage mich ein bisschen, ob wir die noch häufiger sehen werden. Andererseits Dave, dieser Rezeptionist oder wie auch immer man ihn nennen will, der hat ja auch einen Namen. Kartoffel auch und die Rotzgöre und bla bla bla. Okay. Wo ist unser Auto? Achso, wie komme ich denn daran? Ja, passt. Ich habe irgendwie gedacht, es müsste ja im Kofferraum liegen. Aber totaler Quatsch. Im Auto sind die Unterlagen auch nicht. Dieser Trottel muss sie im Büro liegen gelassen haben. Eva! Hey, Roxy, bist du noch im Büro? Jupp, warte gerade auf den Aufzug. Nicht, dass du das verstehen würdest, wo er doch bei dir jedes Mal sofort aufgeht. Was? Das ist ein Gerücht. Ich muss auch auf Aufzüge warten. Ach ja, wann musstest du denn das letzte Mal auf einen warten? Siehst du, entweder hast du ein unglaubliches Glück oder... Okay, okay, zum Kürbis nochmal. Hör zu, Neil hat die Patientenakte vergessen. Könntest du uns bitte aushelfen? Geht klama bama lama, gib mir eine Sekunde. Klama Bama Lama? Auch eine merkwürdige Wahl. Mission erfolgreich? Neil, die Akte war nicht im Wagen. Scheiße, ich hab sie wohl im Büro gelassen. Keine Sorge, ich hab Roxanne angerufen. Sie wird sie finden und uns einen Scan schicken. Oh. Mein Büro ist abgeschlossen, aber sie schaut sicher beim Drucker in der Lobby. Ja, sie weiß Bescheid. Ich bin auch gleich zurück.
Hast du sie gefunden, Roxy? Yep, sie lag direkt auf Nils Schreibtisch. Klasse, scan sie einfach ein und... Moment mal, Nils Schreibtisch? Du bist in Nils Büro. Yep, du wolltest doch, dass ich die Akte hole, oder etwa nicht? Ja, aber Nils sagte, dass er seine Bürotür abgeschlossen hat. Oh, Mädchen haben so ihre Tricks. Erzähl. Was glaubst du denn, Dummerchen? Ich hab einfach die elektronische Verriegelung gehackt. Ging wie durch Butter. Oh, okay. Na gut, dann könntest du dort rauskommen und mir eine Kopie senden? Yep, yep, schon dabei. Na, ob das datenschutzrechtlich überhaupt möglich ist? Was verbirgt sich da denn nun? Habt ihr sonst nichts vergessen? Nein, Nils baut gerade die Maschine auf. Wie ist das Wetter da draußen? Hä? Gut genug für eine Spritztour? Es ist ganz nett. Supi. Ach, ich komme einfach vorbei und gebe dir die Akte persönlich. Wieso das denn? Scan sie doch einfach ein und schick sie rüber. Dann sparen wir beide Zeit. Ach, wir haben heute keine Patienten und mir ist auch sonst voll langweilig hier. Egal, entspann dich. Bis ihr soweit seid, bin ich dreimal da. Na dann, bis gleich. Okay, Roxy, gute Fahrt. Sie ist schon ein wenig abgedreht, diese Roxanne. Also das irritiert mich auch gerade ein wenig. Ich meine, wir wissen schon, dass irgendetwas mit Nils nicht stimmen kann. Er hat ja auch ein gewisses Abhängigkeitsproblem irgendeiner Sorte. Und das wurde aber nie so richtig aufgeklärt, was genau falsch läuft. Und wenn sie, also Roxanne, jetzt etwas in Nils Büro gefunden hat, naja. Ist alles bereit? Na klar! Was ist mit der Akte? Hat Roxy die Scans geschickt? Nein, sie meinte, sie kommt her und bringt sie persönlich vorbei. Bitte was? Wieso denn? Keine Ahnung, sie meinte, ihr sei langweilig, aber irgendwas daran fühlte sich komisch an. Andererseits weißt du ja, wie Roxanne ist. Sie ist doch immer ein bisschen vergurkt im Oberstübchen. Na, 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 diese Ausdrucksweise, Eva. Wie dem auch sei, in der Zwischenzeit können wir wohl schon mal anfangen. Dein Helm liegt auf dem Sessel. Also was mich natürlich ein bisschen wundert, oder worüber man immer nachdenken könnte in diesem Spiel, ob hier vielleicht etwas... Naja, dass es schon der Traum von jemand anderem ist oder die Erinnerungswelt von jemand anderem. Egal, wir gucken mal. Viel Glück! Ich hoffe, sie schaffen es, den Wunsch meines Vaters zu erfüllen. Ja, den Wunsch kennen wir ja noch nicht. Worauf warten Sie denn noch? Jetzt könnten Sie eigentlich anfangen. Ja, Ma'am, wir fangen ja gleich an. Collins Zustand scheint im Moment stabil, aber Sie sollten sich beeilen. Man kann nie wissen, wie viel Zeit noch bleibt. Dein Helm liegt auf dem Sessel. Hopp, hopp. Ist ja gut. Erinnerungsreisebeginn und damit nochmal herzlich willkommen zu Finding Paradise. Halt! Bevor Sie anfangen, könnten Sie mir erklären, was Sie da drin machen werden? Wir reisen durch seine Erinnerungen, um ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Was denn sonst? Ich dachte, das wissen Sie bereits. Ja, das weiß ich schon, aber... Wie? Was genau machen Sie? Nun ja. Wir erklären es nochmal. Wir machen eigentlich nicht viel. Den Großteil der Arbeit übernimmt die Maschine. Und das sagt der Techniker, der es wissen muss. Die Maschine berechnet Kombinationen von Möglichkeiten
und sie erschafft eine neue Lebenstangente. Natürlich in Form von Erinnerung. Es ist eine Illusion, aber für ihn würde sie sich nicht anders anfühlen als die echten Erinnerungen eines ganzen Lebens. Doch die Kombinationen, die die Maschine berechnet, müssen trotzdem logisch kohärent sein. Man braucht also einen Anfangspunkt und eine Änderung an eine Schlüsselvariablen. Und da kommen wir ins Spiel. Wir durchschreiten seine Erinnerung von der neuesten so weit rückwärts wie nur nötig und ziehen eine Linie von der Gegenwart zur Vergangenheit. Dann können wir Colin helfen, seine heutige Motivation bis ganz zurück in die Vergangenheit zu übertragen. In der neuen Simulation seines Lebens wird er also alle nötigen, krassen Entscheidungen treffen und sich so seinen Wunsch erfüllen. Nur durch seine eigene Willenskraft. Reicht das denn? Ich habe immer gedacht, um sich einen Wunsch zu erfüllen, braucht es mehr als Anstrengung und eine zweite Chance. Ich meine, wenn etwas passieren muss, können Sie das nicht einfach machen? Möglich. Es gibt nur ein Problem. Er ist nicht hirntot. Nur wenige Faktoren halten die Illusion von Realität aufrecht und unlogische Zufallsereignisse gehören nicht dazu. Und da die Welt logisch in sich geschlossen sein muss, können wir ihn allerhöchstens beeinflussen. Außerdem ist unser Gehalt nicht hoch genug, damit wir selbst Erinnerungen erschaffen. Das ist schließlich keine Höhlenmalerei. Wir brauchen uns sowieso nicht groß einmischen. Normalerweise reicht Willenskraft vollkommen aus. Nicht jeder kann seine Ziele im wahren Leben erreichen. Die Zeit verändert sie. Motivationen kommen und gehen. Zu Anfang sind sie stark, doch dann stagnieren sie und schließlich verlieren sie an Kraft. Doch in einer Simulation, die den inneren Zustand eines einzigen Augenblicks einfängt und ihn auf ein ganzes Leben ausdehnt, sagen wir einfach, da steckt krass was dahinter, Digga. Wie dem auch sei, die stärkste Willenskraft nützt nichts, wenn der Patient tot ist. Wollen wir fortfahren? Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Ich habe keine Ahnung, was Sie da drin erwartet, aber viel Glück. Glück ist was für Lottospieler. Wir sind Profis. Oh, hört, hört. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Patient ist stabil und bereit. Beginne Erinnerungsreisesequenz in 3, 2, 1. Da bin ich wirklich auch gespannt, was uns erwartet, weil ich mir bisher wenig Gedanken darüber machen konnte, was für eine Art von Mensch er ist. Okay, wir gehen auch wieder bis in die Kindheit zurück, also vermutlich liegt da schon etwas begraben. Gut, das sollte Collins letzte zugängliche Erinnerung sein. Ja, und schau dir mal die amtierende Schlafweltmeisterin hier drüben an. Lass diese Erinnerung in Ruhe, sie ist nicht unsere Kundin. Übrigens, was ich dich hatte fragen wollen. Was ist das für ein Helm, den du unserem Patienten aufgesetzt hast? Hm? Das Gerät, es sah anders aus. Ach, ich habe bei der Wartung nur das Gehäuse entfernt, mehr nicht. Warum hast du es dann nicht zurück? Hey, das erinnert mich an etwas. Wusstest du schon, dass ich ein neues Feature hinzugefügt habe? Neues Feature? Siehe und staune. Schon gut, ich habe nichts gesagt. Hiya! Charakteranpassung? Okay. Och nö. Wisst ihr was? Wir lassen ihn genauso. Socken aber einfach nur schwarz, noch schwärzer, die mit dem Goldrand. Tote Sockenpuppen, Tomatenmuster, eine rot, eine fehlt, Mithril plus 50 Geschick, Dinosaurier. Ich würde sagen, er bekommt Dinosaurier-Socken. Reicher Ölbaron.
amischer Stolz, Hipsterbalken. Ich lasse mal seine Haare und sein Gesicht so, wie es da ist, aber er bekommt neue Socken. Wir gucken uns das trotzdem mal kurz an. Seitenscheitel, 1920er, cooler Afro, 1960er oder Mittelscheitel, zeitlos. Alles gut, Neil bleibt, wie er ist. Tada! Du siehst genau wie vorher aus. Oh, da hat das System wohl errechnet, dass mein ganz normaler Look am umwerfendsten ist. Obwohl ich mich frage, was schaust du mich so an? Okay, hör mal, du wirst hoffentlich nicht... Tick, du bist... Nee, du verdammt... Natürlich wird auch sie bei ihrem tollen Look bleiben, aber wir wollen uns alle mal ansehen. Lange Rauschelocken? Das muss ich sagen, habe ich bei Eva nie gesehen. Ich dachte immer, das wären lange, glatte Haare. Pragmatische Haarstäbchen... Kesser Pony, klassische Eva, grandioser Schnurrbart, Zaubererbart, königlicher Gesichtsteppich. Wir bleiben bei Eva. Ödes Weiß, helles Smaragdgrün, Giraffenmuster, Fusselstumpen, Gurkenmuster, mehr Loch als Socke, Regenbogenstreifen oder aber edle Seide. Sie bekommt ein Gurkenmuster. Viel Spaß damit. Wir sehen wohl beide so gut aus, wie wir sind. Ich hatte mir ein bisschen mehr Tamtam erhofft, aber das System, das alles ausgesucht hat, war wohl nett. Na, das ist aber ein nettes System. Ja, es ist schon ziemlich cool. Gut. Lass uns Colin suchen, bevor uns die Zeit ausgeht. Jawohl, übrigens, nette Socken. Sehr schön, also beide Sachen wurden erkannt, die ich hier gemacht habe. Und ich freue mich auch darüber, dass es hier einen kleinen Kommentar dazu gibt. Um die Position der aktuellen Erinnerung in der Zeitleiste anzuzeigen, Maus in Richtung oberer Bildschirmrand. Bewegen. Achso, ja, okay. Ja. Ach, lass uns die Umgebungsinteraktion abschalten, bevor wir sie noch aufwecken. Allmählich wundert mich, dass wir das nicht schon getan haben. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn ich versuche mit der Maus hier irgendwas zu tun, dann ist es immer sehr, sehr langsam und ruckelig. Aber alles andere passt soweit. Anstarren ist unhöflich. Und wie es vorhin aussah, kann sie uns eh schon beide nicht leiden. Ja, das stimmt. Das ist mir auch ein bisschen aufgestoßen. Weil eigentlich wollen wir ihr ja helfen und ihrem Mann. Colin? Was zum? Das ist keine stabile Kopie. Suchen wir uns eine, mit der wir uns unterhalten können. Notiz, instabile Kopie erhalten. Das ist aber auch neu, glaube ich. In der frischesten Erinnerung befindet sich eine merkwürdige Instanz von Colin auf dem Balkon. Also, er ist ja ein Ex-Pilot, damit könnte es irgendwie damit zu tun haben, dass er auf den Balkon geht und nach oben rausguckt. In den Himmel hinein. Vielleicht hat er sich dadurch an seinen Beruf wieder erinnert gefühlt. Ein abgenutztes Digitalpiano und natürlich das Cello, das auch schon ganz schön abgeranzt ist, wie wir gehört haben. Wir können jetzt nicht mehr durch alle Türen gehen, weil ja Collins Erinnerungen hier einen bestimmten Weg vorgeben. Okay, aber wir können auch nicht mit allem interagieren, mit dem wir früher interagieren konnten. Warum das Digitalpiano jetzt eine Ausnahme war, keine Ahnung. In die Küche können wir wohl auch gehen?
Aber auch hier so gut wie nichts zu sehen. Die Tür bleibt uns verschlossen. Wir gehen nochmal die Treppe hoch. Vielleicht kommt da auch wieder eine instabile Kopie. Okay, hier sind noch die ganzen Bücher. Das Regal ist noch voll? Sieht so aus, als hätte er es erst kürzlich leergeräumt. Huch, dieses Bücherregal. Als ich es zuletzt gesehen habe, war dort nur ein einzelnes merkwürdiges Buch. Und genau das fehlt hier. Genau, wir haben nämlich ein Buch nur mit leeren Seiten gesehen. Ein staubiger antiker Spiegel. Und ganz viele Kisten. Also ja, wir haben schon gehört, dass das hier mehr sowas wie ein Lagerraum sein soll. Aber, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Aber ich habe nicht so viele Kisten eigentlich immer parat, wenn ich sie nicht gerade benötige. Keine Ahnung. Das mag aber auch ein Ich-Problem sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Flur anders aussah. Der Typ ist so alt, der weiß nicht einmal mehr, wie sein eigenes Haus aussieht. Aber sollte nicht die Maschine solche räumlichen Unstimmigkeiten automatisch korrigieren? Nun ja. Oh hey, sieh doch. Ist jetzt eben die Frage, ob das eine stabile Kopie ist. Ziel anvisiert. Na dann. Schalte Entitätsinteraktion ein. Ja, gut. Die Frage ist trotzdem ein bisschen, ob unsere Maschine gerade kaputt ist. Colin? Mein Name ist Dr. Eva Rosaline. Ich bin Spezialistin für Erinnerungsreisen bei der Sigmund Corp. Und mein Kollege heißt Dr. Manhattan. Dr. Manhattan. Sie sind Dr. Neil Watts. Woher wissen Sie das? Von Ihrem Namensschild. Das hier ist nicht, wonach es aussieht, oder? Doch, Colin, Ihre Prozedur hat begonnen. Gut, dann liegt es also nicht nur an mir. Dieser Ort hat sich irgendwie falsch angefühlt. Es ist so, als wäre ich gleichzeitig hier und weit weg. Entweder bin ich nicht da, wo ich glaube zu sein, oder mit meinem Kopf geht's schneller bergab, als ich dachte. Eher beides, genau genommen. Ha! Das stimmt wohl. Meine Frau und mein Sohn, wie kommen Sie damit klar? Sie sind bei mir, nicht wahr? Ja, aber Sie machen nicht gerade Luftsprünge, das ist mal sicher. Obwohl, unter den gegebenen Umständen würde ich mir eher Sorgen machen, wenn doch. Hören Sie zu, wir haben nicht viel Zeit und wir sollten wirklich anfangen. Sie sind der aktuellste Abschnitt von Colin, den wir laden können. Und die einzige, einigermaßen stabile Version, die wir befragen können. Daher hoffe ich, dass Sie uns unterstützen können bei der Erfüllung unserer Aufgabe. Aber natürlich, warum sollte ich das nicht tun? Gut, ich werde Ihren Zustand abspeichern, damit wir diese Unterhaltung nicht nochmal führen müssen. Kommt schon, speichere seinen Zustand ab. Jawohl, Eure Hoheit! Damit wir Ihnen nun helfen können, Ihr Leben hier noch einmal zu leben, um sich Ihren letzten Wunsch zu erfüllen, werden wir zuerst rückwärts durch Ihre Erinnerungen gehen, damit wir Ihre Zeitachse zusammenstellen können. Und dann wird es uns möglich sein, Ihren Wunsch ganz an den Anfang auf Ihr jüngeres Selbst zu übertragen und den Algorithmus auszuführen, durch den Sie Ihr Leben hier noch einmal leben und sich Ihren Wunsch erfüllen können. Wie dem auch sei, Colin, Sie müssen uns helfen. Damit wir von einer Erinnerung zur anderen springen können, brauchen wir Mementos.
Das sind Gegenstände, die für sie von Bedeutung sind und eine Erinnerung mit einer anderen verbinden. Gibt es hier irgendein Memento, das wir zum Springen nehmen könnten? Hey, schalt mal einen Gang runter. Wir wissen ja noch nicht mal, wie sein Wunsch lautet. Was wünschen Sie sich denn, Colin? Genau genommen, denke ich, kann ich wohl beide Fragen auf einmal beantworten. Hiermit. Das ist sein Vertrag mit Sigmund. Der Text ist ziemlich verschwommen, aber... Es ist ein Memento. Spitze! Na dann los! Die Barriere um dieses Memento zerbricht ganz leicht, weil es so frisch ist. Aber beim nächsten Mal wird's nicht so einfach. Erst müssen wir es aufladen. Okay, aber kann ich noch andere Sachen hier finden? Das wäre ja gar nicht mal so übel. Angus hat hier auch noch seine Tür. Aber scheinbar ist keine Erinnerung mit ihm verbunden. Ich würde gerne nochmal in die Wohnung selber schauen, ob wir da noch ein weiteres Memento irgendwo sehen können oder nicht. Es kann auch sein, dass wir wirklich nur ein einziges brauchen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es bei To the Moon war. Nee, wir kommen auch gar nicht mehr rein. Ja, gut, dann müssen wir es wohl eh vorbereiten. Ja, da kommen wieder kleine Puzzle rein. Erinnerungen reichen am weitesten, wenn sie verbunden sind. Ja, aber was für eine Art von Puzzle soll das denn sein? Ach so, nee, ja, jetzt verstehe ich es erst. Jetzt verstehe ich überhaupt erst, was sie hier von mir wollen. Ah, okay. Okay. Ja. Ach, das muss man bestimmt wieder in einer geringen Anzahl von Zügen schaffen. Da gab es so ein Minispiel damit, wenn man so will. Aber egal. Wir haben es eh 100%. Super. Genau das wollen wir auch nur. Ach nee. Das ist hier diesmal gar nicht dabei. Also beim letzten Mal bei To the Moon konnte man eben auch so die Anzahl der Züge sehen, die man gebraucht hat. Den Vertrag haben wir aber nicht bekommen. Jetzt könnte ich nochmal gucken, ob wir wieder zurückkommen. Nö, alles beim Alten. Wir können das Memento aktivieren und damit wohl in eine andere Zeitebene wieder reisen. Danke, vielleicht kommen wir nochmal auf Sie zurück. Damit wissen wir aber immer noch nicht, was er sich wünscht. Und habe ich da irgendeinen Schatten gerade noch hinrennen sehen zu ihm? In dem Übergang? Aber das habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ist auch egal. Moment mal, das hier. Das ist das Gästehaus von Sigmund. Ach, wo sie die alten Knacker betüdeln, damit sie den Vertrag unterschreiben. Schon ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal hier war. Bei meinem letzten Besuch sah es auch etwas anders aus. Schauen wir es uns mal näher an. Ja, das können wir gerne machen, aber ich würde sagen, das heben wir uns für das nächste Mal auf. Wir haben heute immerhin schon mal Colin kennengelernt, wissen immer noch nicht genau, was er sich wünscht, aber wir haben unsere Erinnerungsreise angefangen. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal schon ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen können und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Macht es gut!